So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben Fate Reforged. Fate Reforged, das zweite Booster der Set-Reihe von Khans of Tarkir. Dementsprechend auch hier 2015. Also Set Januar 2015, Februar 2015 müsste das dann sein. Gucken wir uns mal an, was wir so haben. Erstmal wieder, weil es wirkt alles so strange für mich hier mit diesen Boostern. Die wirken unendlich strange für mich. Auch das hat hier das. Aber ich glaube, das war einfach die Zeit damals, wo das einfach so gemacht wurde. So strange. So endlos strange. Abzan Runemark. Drei Mana verzaubert eine Kreatur, die kriegt plus 2 an Wachsamkeit, solange man ein schwarzes oder grünes Permanentes kontrolliert. Ich wollte gerade sagen, coole Karte, aber schwarz oder grün. Schade. Etherial Ambush. Ein blaues, ein grünes, drei farblose mit Instant. Man manifestiert die obersten zwei Karten von eurem Deck. Also man nimmt die obersten zwei Karten, legt sie face down als Manifest als Kreaturenkarten. Refocus. Dein Fokussieren braucht mehr Fokussieren. Na, wer weiß, wo es her ist. Zwei Mana Instant, man untappt. Man enttappt eine Kreatur und zieht eine Karte. Reach of Shadows. Fünf Mana, man zerstört eine Kreatur, die eine oder mehrere Farben hat, also keine farblose Kreatur. Jeskai Runemark. Drei Mana, kriegt +2/+2 und fliegen, solange man rotes oder weißes permanentes Kontrolliert. Ich wusste gar nicht, dass die Karten da drin existieren. Alter. Deviant Ogre. Nicht, wollte gerade sagen Ork, aber es ist ein Ogre. 6 Mana, 3, 5. Wenn er ins Spielfeld kommt, legt man entweder einen +1/+1 Marker auf den oder man zerstört ein Artefakt. Okay. Einok Guide. 2 Mana, 1, 1. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt er entweder eine +1/+1 Marke oder wird ich suchen unser Deck nach dem Standardland und links oben auf unser Deck. Breath on Dragonfire. Wer ist das? Ist das Kolaghan? Nee, ist nicht Kolaghan. Wahrscheinlich Dromoka oder irgendein anderer. Irrelevanter Drache. Drei Mana, man macht vier Schaden an einer Kreatur. Sorcery. Formless Nurturing. Vier Mana Sorcery. Man manifestiert die oberste Karte seines Decks und legt eine +1/+1 Marke drauf. Das ist teuer. Fierce Invocation. Fünf Mana, man manifestiert die obersten zwei Karten vom Deck und legt eine +1/+1 Marke. Ah, zwei sogar drauf. Für ein Mana mehr darf ich zwei Karten manifestieren. Nee, eine man manifestiert eine Karte und legt 2+1/+1 Zwang drauf. Wow. Battle Brawler, Orc, Warrior, 2 Mana 2/2. Wenn man eine rote oder weiße permanente kontrolliert, kriegt der +1/+1 Erstschlag. Hewed Stone Retainers, 3 Mana 4/4. Was? Kann man nur spielen, wenn man eine andere Sache schon vorher gespielt hat. Strange. Kenne ich gar nicht die Karte. Marang River Prowler. 3 Mana 2/1 und kann nicht angreifen. Kann nicht blocken oder geblockt werden. Und man kann ja aus dem Friedhof casten, solange man schwarze oder grüne Permanente hat. Ich habe ja so viel verpasst. Ataka. Okay, das ist auf jeden Fall Ataka da drauf gewesen. Ataka World Renderer. 7 Mana 6/4 Trampel. Wenn ein Drache angreift, kriegt er Doppelschlag, bis man zu ist. Dann haben wir hier so ein kommt getappt Spiel. Wir kriegen ein Leben, ein grünes, schwarzes und Manifest. Ja, geil! Geil! Ich liebe ja die Elder Dragons und Ataka gehört zu den Elder Dragons und wunderschön. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.